Wir bleiben einfach mal beim Thema. Thomas, das ist einer, der filmt hier immer. Und dem, der hat ja, wisst ihr alle, er fuhr ja mal mit so einem Taxi durch die Gegend. Ihr seht das jetzt die ganze Zeit nicht mehr. Und das ist ihm so kurz vor der Saison dieses Jahr, ist ihm das so ein bisschen kaputt gegangen, richtig? Und da bist du eigentlich auch recht traurig drüber, glaube ich. Sowas könntest du theoretisch, wenn er sowas bei dir in die Werkstatt schieben würde, könntest du sowas theoretisch reparieren, oder? Ja, das Taxi, das hat so einen Fall für mich, das Auto gefällt mir. Ich find's geil, ich find's cool. Das ist ein schönes Auto und ich hab Bock daran rumzubasteln, aber irgendwie der Thomas, der hängt ein bisschen. Der Dirk muss nicht richtig anvertrauen. Ich will auch eigentlich gar nicht viel Geld dafür, ich muss mal gucken, aber der will nicht. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. So, jetzt kommst du mal mit, Danny. Ihr wartet mal kurz hier. Können wir mal den Matze noch mit haben? Und den Nico und Spitzer zum Beispiel. Geh mal auf die Bühne. So, wir warten mal, bis die alle hier sind, wa? So, der Thomas ist ja ein ganz Verrückter. Das ist so, dass der wirklich auf jedem Treffen ist. Ich war letztes Wochenende in Finsterwalde, da ist mir aufgefallen, dass er nicht da ist. Er war krank. Er war ganz einfach krank. Hat das auch wirklich gerade abbauen, das ist doof. So, und ihr wisst ja alle, die meisten von euch kennen ihn. So, und wenn ihr morgen nach Hause fahrt und den ganzen Stress vom Wochenende erstmal abfallen lässt, dann hat der Kollege schon so irgendwas zwischen 500 und 900 Bilder hochgeladen, 35 Minuten geschnittenes Video. Er ist so verrückt, er fährt an manchen Wochenenden auf mehrere Treffen. Wenn ich mich erinnere, als er in Lichterfeld bei dir war, dass er da nicht nur bei dir war, du warst zur selben Zeit in Hildesheim, bist noch hingefahren, weil da das Treffen war, irgendwie so. Auf jeden Fall ist es so, dass er mehrere Treffen an einem Wochenende besucht. So, als wir jetzt die Geschichte gehört haben, was mit ihm passiert ist, haben wir gesagt, du, dieser Junge ist so cool, der macht Fotos, macht Videos, jedes Jahr am Saisonstart bringt er eine riesen Liste ins Internet und wo praktisch die einzelnen Treffen aufgeführt sind, man kann raufklicken, man hat einen Anfahrtsweg. Mittlerweile ist er auch zu einem richtig guten Kritiker hochgestiegen, weil die Veranstalter, wir haben hier ein paar zu stehen, ist zum Beispiel der Nico, das ist der von der American Revolution in Leuna und in Lichterfeld, das ist der Matze, das ist der Kollege von der USK Convention in Dresden und wir haben den Spitzer hier zu stehen, das ist praktisch der Vize, glaube ich, bist du, ne? Secretary. Ihr seid ja alle, ja, von der Cruising Crew. So, jetzt haben wir überlegt, was machen wir. So, da mich ja auch ziemlich viele kennen hier in der Szene, habe ich natürlich erstmal die Veranstalter angesprochen, habe gesagt, Jungs, wir müssen irgendwas machen. Und alle waren natürlich hellauf begeistert, haben gesagt, gut, wir unterstützen den Kollegen so ein bisschen. So, und jetzt haben wir uns das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben und sind auf den Treffen immer so ein bisschen rumgelaufen, haben den Leuten die Geschichte erzählt und haben gesagt, wir wollen dem Jungen helfen. Ich glaube, 99,5% waren hellauf begeistert. So, wir haben gesagt, zum Saisonende machen wir das. Und zwar, Kollege, komm mal her, du kriegst eine Pappe. Mach das mal so, dass er es noch nicht sieht. So, wir haben hier mal einen kleinen Check vorbereitet. Da steht oben drüber, die USK-Szene sagt Danke Ihrem coolen Gärtner Thomas Bayer. Und mit eurer genau. Und mit eurer Hilfe, ihr habt alle mitgemacht, sind 3.540 Euro zusammengekommen, Thomas. Und die kriegst du von uns. Und nicht nur das. Ich habe den Danny nämlich nicht jetzt vorgeholt, weil er sich nicht so lange mit seinem Hotrod anstellen soll. Sondern der Danny, der hat eine Werkstatt in der Nähe von Zwickau. Und er hat gesagt, er repariert dir dein Auto. So. Wir haben alle, das Schlimmste war für uns alle, 2 oder 3 Monate den Mund zu halten. Genau. Jeder wusste Bescheid. Dein Bruder wusste Bescheid. Alle, das ist auch der Grund. Dein Bruder kann dich immer noch leiden. Der hat in letzter Zeit immer noch ein bisschen weniger mit dir geredet, weil er Angst hatte, sich zu verquatschen. Also ist alles gut zwischen dir und deinem Bruder, muss ich mal sagen. Also wie gesagt, schönen Dank an euch, dass ihr alle damit mitgemacht habt und natürlich einen riesen Dank an Thomas für deine Bilder. Mach weiter so und ich hoffe, wir sehen nächstes Jahr den Taxi wieder hier. Ja, danke.
Und ich wollte mal eine Gefühlsregung bei ihm sehen. Ich glaube, das haben wir diesmal geschafft, oder? Ja, zeig mal. Ja, coole Sache. Wie gesagt, das ist ein provisorischer Scheck, den kannst du dir zu Hause reinhängen. Also wie gesagt, many, many more. Ich muss sagen, die Veranstaltungen waren alle dabei. Ja, also wir reden hier, wie gesagt, American Revolution, Lichterfeld und Leuna. Wir reden von der USCAR Convention. Wir reden von natürlich vom Treffen in Magdeburg. Es gab sehr viele Clubs, die gegeben haben. Die Fun Cruisers, Groß Olbersdorf und die Mopper, Harz Rambler, die haben alle was dazu gegeben. Sehr viele Clubs und many, many more. Ich habe gesagt, ich kann die hier nicht alle auflisten, weil dann würden wir hier den Rahmen sprengen. Ich würde hier heute Abend noch stehen und würde alle Leute aufzählen müssen. Ich sage einfach mal danke, dass ihr bei diesem Experiment alle mitgemacht habt und mal gezeigt habt, dass die Kameradschaft unter den Leuten hier immer noch genauso ist, wie sie vor 20 Jahren waren. Das gefällt mir am besten. Danke. Thomas, helfen wir dir mit der Summe eigentlich so ein bisschen weiter wenigstens? Ja, natürlich. Ja, ich habe nämlich gesehen in der ganzen Zeit, diese Saison, er war total traurig. Er hatte sein Taxi nicht, er lebt in seinem Taxi. Wenn er zum Treffen fährt, er schläft in seinem Taxi. Er hat immer seinen Stand aufgebaut, das konnte er nicht mehr machen. Er war in Leuna total happy, als das Ding rübergeschoben wurde vom Nova Eventis auf das Veranstaltungsgelände, stand das ganze Wochenende da. Da hat man mal wieder Grinsen sehen und ja, nächstes Jahr wollen wir, dass du wieder grinst. Ganz besonderen Dank auch zum Beispiel an ihn, das ist der Volker. Der ist auch vom Nova Eventis, vom Mediamarkt. Wir haben natürlich alle, er und seine Freunde, alle tatkräftig unterstützt. Und jeder hat gegeben, was er konnte. Muss ich ehrlich sagen, es waren alle Getränke dabei. Und ich hätte nie damit gerechnet, dass wir so eine Summe zusammenkriegen, Kollege. So, Spitzer, wolltest du noch was sagen? Für alle, die den Thomas und seine Art, wie er die Treffen besucht, noch nicht kannte. Der Thomas, der war 2011 mit seinem Bruder das erste Mal auf einem Treffen, und zwar in Dresden. Der hat seinen Bruder ihn mitgenommen und hat gesagt, los, guck dir die ganze Sache mal an. Ab 2012 hatte er dann sein Taxi und ist zu jedem Treffen, wie der Guido schon gesagt hat, gefahren. Das heißt, in Summe ist er einmal um die Welt gereist, 40.000 Kilometer. Und das musste einfach nochmal erwähnt werden. Genau, riesen Applaus. Und dann überlassen wir einfach mal sein Schicksal, oder? Die Kohle kannst du nachher abholen. Kontakt haben wir geknüpft. Wie gesagt, nutze das. Er macht dir das Ding wieder heile, Kollege. Also nächstes Jahr keine Ausreden mehr jetzt. Wir wollen dich nächstes Jahr mit deinem Taxi hier wieder vor der Bühne sehen. Okay? Komm. Na, Thomas, du brauchst jetzt hier auch keine Angst haben, dass ich da einer eine goldene Nase verdiene. Ich habe Ihnen gesagt, das Geld, was hier ist, wird nur für Teile verwendet. Das andere machen wir ehrenschaftlich. Natürlich hol ich dich ran. Ja, du musst da ein bisschen mit anfassen, dass du das Auto kennenlernst. Aber wir machen das mit dünnes Geld verarbeiten in die Technik. Und was übrig ist, nehmen wir für die Kosmetik. Okay? Das war ein Angebot, Kollege. Gut, wie gesagt, wir sagen danke. Ich denke mal, guck mal, er hat eine Gefühlsregung. Ich hab's nur dafür gemacht, muss ich dir ehrlich sagen. Wäre dir endlich mal Gesichtsausdruck zu sehen, Kollege. Er kann nichts mehr sagen. Gut. Okay, geht von der Bühne. Viel Spaß, wir machen weiter mit dem normalen Programm. Nochmal einen riesen Applaus für den Jungen, oder? Thank you for being a friend. Travel down the road and back again. Your heart is true, you're a pal and a confidant. I'm not ashamed to say, I hope it always will stay this way. My hat is off, won't you stand up and take a bow? Thank you for being a friend.
for being a friend. If it's a car you like, I'd surely buy you a cab.